Ihr solltet euch erstmal waschen. In der Stadt ist ein Brunnen. Ja, riecht ich auch, wie wir riechen. Ah, das ist eine gute Idee. So, dann stinken wir doch gar nicht. Danach könnt ihr zum Bürgermeister. Sein Haus ist das mit dem braunen Dach. Oh, und da hinten ist der Brunnen schon. Ich sehe den. Oh, da. Und bist du jetzt endlich sauber? Oh, ich fühle mich wie neugeboren. Lass mich mal an dir riechen. Wie ein Baby. Gott sei Dank. Kannst du mir den Hintern pudern? Oh Gott, nein. Hey, hier ist Ronja und wir sind hier neu in der Welt mit Tieren. Und ich bin eine Katze und Easy ist eine Maus. Und falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, die kommt auf Easys Kanal, beziehungsweise sie kam schon letzten Mittwoch. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch die hier oben auch beim i. Dann könnt ihr euch die anschauen. Die Folgen kommen immer abwechselnd. Eine bei mir, eine bei ihr. Bei mir immer sonntags, bei dir immer am Mittwoch, richtig? Mittwochs, genau. Genau, und dann... Wollen wir ganz kurz erzählen, was in der letzten Folge passiert ist noch? Oh ja, klar. Wir sind hier neu angekommen. Wir sind in irgendeinen ekligen Brunnen gefallen. Ih, wo bin ich denn hier gelandet? Das sieht ja voll eklig aus. Au! Was bist du denn? Jedenfalls hat uns Gott sei Dank der kleine Schildkrötenjunge Finn gerettet aus dem Treibsand. Okay, auf, dass du hier nicht reinfällst. Ja, ich hüpf drüber. Treibsand. Au! Ist das dein Ernst? Es tut mir so leid. Wer bist du denn? Da ist eine Schildkröte. Hey, was macht ihr denn da? So ertrinkt ihr doch noch. Ja, das wissen wir. Kannst du uns helfen? Das war keine Absicht. Warte, ich glaube, der hilft uns. Kommt mit. Ihr müsst euch sauber machen. Ich bring euch heim. Und wir sind dann hier in die Stadt gekommen. Der wohnt hier. Ja, genau, der wohnt hier. Der ist super lieb. Und wir wollten uns mal umgucken. Die sieht super süß aus, die Stadt. Ich auch. Wir haben uns noch gar nicht richtig umgeschaut. Wollen wir einen Rundgang machen? Ja, lass uns erstmal einen Rundgang machen. Dann finden wir den Bürgermeister auch. Das Haus. Guck mal, ich zeig dir die Felder. Da waren wir doch letztes Mal. Ja, warte. Wo sind die? Ah, da unten. Genau, vorne. Hier vorne, ja, das sind die Bauern. Süß. Das sind die beiden Bauern. Das ist der Mann mit seiner Frau wahrscheinlich, oder? Genau, das sind beide. Total niedlich. Genau, und dann ist hier wahrscheinlich irgendein Opa. Total süß alles. Guck mal, wie schön das gebaut ist. Auch alles so bunt. Die Häuser sind alle so Regenbogenfarben. Und da vorne, falls ihr das nicht gesehen habt, ist so ein richtig hübsches Eingangstor. Das ist einfach ein großer Regenbogen. Und da steht auch vorne drauf, willkommen im Rainbow Town. Und genau. Dann auf geht's zum Bürgermeister. Vielleicht ist das bald unser neues Zuhause, wer weiß. So. Wir müssen ein Haus kaufen. Wollen wir mal fragen, ob wir das machen dürfen? Oh ja, klar. Okay, warte. Das Bürgermeisterhaus, wurde uns gesagt, ist das hier. Dann klingel ich einfach mal. Hier ist ein Koala. Ha. Hallo, ach, jemand zu Hause? Oh! Hallo, wer ist da? Dürfen wir gerade reinkommen? Ich geh einfach rein. Ist das der Bürgermeister? Hallo, Herr Bürgermeister. Wir sind neu. Ich bin Ronja. Das ist Easy. Easy. Ich habe euch beide hier noch nie in der Gegend gesehen. Genau, ja, also wir sind neu hier und wir hatten gehofft, dass wir vielleicht jetzt hier wohnen dürfen. Der Finn hat uns hier hingeführt. Wir würden gerne hier ein Haus kaufen. Hast du Geld? Ihr denkt wohl, ich lasse hier einfach jeden in meine Stadt. Wir sind ja nett, also wir sind ja auch vertrauenswürdig. Wer sagt denn, dass ich euch vertrauen kann? Also ich sag, dass man Ronja vertrauen kann. Ich sag, dass man Easy vertrauen kann. Super nett. Da sehen Sie es. Ah? Genau, wir haben Zeugen. Und, können wir jetzt ein Haus kaufen? Easy hat ja Gold dabei, dann können wir das vielleicht so... Kommen Sie, gucken Sie uns mal in die braunen Augen hier. Das ist doch, wir sind echt nett. Keine Diskussion, ich habe mich entschieden. Oh, na toll, das hat jetzt nicht so gut geklappt. Ernsthaft? Ach, kommen Sie schon, bitte! 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 Geben Sie uns ein Haus! Das funktioniert. Ich weiß nicht, ich glaube, den kann man nicht überzeugen. Was? Und jetzt raus mit euch. Okay, wir gehen ja schon. Mann. Da war die Tür zugeknallt. Na toll. Was jetzt? Guck mal, da hinten ist Finn. Vielleicht können wir mit dem nochmal reden. Ah, da ist Finn. Stimmt. Hi. Hi. Wo geht ihr denn hin? Ja, wir müssen leider rausgehen. Der Bürgermeister hat gesagt, wir dürfen hier nicht wohnen. Ja, ehrlich? Wie schade. Ich hatte gehofft, der Bürgermeister lässt euch hier wohnen. Ich hoffe trotzdem, wir sehen uns bald wieder. Das stimmt bestimmt. Also wir sehen uns sicher irgendwann. Hoffentlich. Finden schon. Vielleicht können wir ja mal Ablass hinziehen oder so. Ja, hier gibt es bestimmt ein Nachbardorf oder so. Okay, mach's gut. Okay, cool. Wo sind denn... Hier geht's raus aus der Stadt, oder? Nee, ich glaube, der richtige Ausgang ist da hinten. Ah, das ist viel da geht's, glaube ich, irgendwie runter. Da willst du lang? Okay, gut. Oh, warte, hier ist ein Gefängnis. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Das ist... Oh Gott, ein Gefängnis. Gott sei Dank gehen wir einfach, finde ich, dass das auch irgendwie... Hauptsache, du gehst am Gefängnis direkt vorbei. Ja, aber ich gehe ja raus. Ich hab mir nichts zu Schulden kommen lassen, ja? Ich bin toll. Ehrlicher jetzt Staatsbürger zum und... Jetzt sind, ja. Toll. Aber es sieht voll hübsch aus, oder? Guck dir mal die Bäume an. Ja. Nee, aber weißt du, was ich gedacht habe? Weil wir kommen ja aus dem anderen Weg. Und da war ja nicht wirklich was, außer das Haus vom Affen. Und der wollte uns ja irgendwie in Treibsand locken. Vielleicht ist ja hier noch irgendwie eine Nachbarstadt mit einem anderen Bürgermeister, der uns hier wohnen lässt. Das war so ein bisschen... Das ist ein guter Punkt, ja. Oder wir bauen uns ein Baumhaus.
Echt? Hier im Wald oder so, in so einem Baum vielleicht. Wäre auch warum cool. nicht? Können wir machen. Wo bist du? Ich bin hinter dir. Ach, ich hab dich verloren. Siehst du, das kenne ich, das passiert mir auch ständig. Und da lachst du über mich. Ja, ist ja auch lustig. Also nicht so lustig. Okay, komm, wir gucken mal. Okay, was ist das? Hier links. Was? Warte mal, ist da jemand? Oh, es ist Sand. Mal. Oh mein Gott. Hilfe, Hilfe. Wer ist das denn? Wer bist du denn? Das ist ein Schwein, Ronja. Oh Mann, oh Mann. Wisst ihr, ich habe diesen schönen Schlamm hier gesehen. Ah. Typische Schweinesachen scheinbar. Oh no. Oh nee. Aber warte mal, ich... und ihr müsst wissen, dass ich Schlamm liebe. Oh, ja, klar, das glauben wir dir gern. Du bist hier drin gefangen, nehme ich an. Leider gibt es drüben in der Stadt viel zu wenig. Deswegen habe ich mich so gefreut, als ich die Grube hier entdeckt habe. Alles klar. Ja, ist auch wirklich eine schöne Schlammgrube, die wir hier haben, ne? Hast du gerade den Schlamm gegessen? Au, nein, ouch. Doch, das ist ja super. Jedenfalls stecke ich jetzt fest. Ja, das ist natürlich blöd, aber so. Da kommen wir doch wieder raus, oder? Wollen wir ihr vielleicht raushelfen? Du musst einfach nur den Block hier abbauen. Das ist jetzt schon. Echt nicht so schwer. Guck mal, du so kannst jetzt einfach hier mit raushüpfen. Ja, genau, hier geht's raus. Hier. Schaffst du das? Ja, perfekt. Okay. Kleines Dusselschweinchen haben wir hier scheinbar. Danke. Mega. Ja, bitte, gar kein Problem. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ich meine, ist ja voll süß. Voll niedlich, oh aber Gott. Also ach, ein bisschen. Aber jetzt müssen wir uns wieder waschen. Tollpatsch, ne? Oh nein, total. Stimmt. Warum? Ach. Warum kommen wir? Meinst du, wir dürfen nochmal zum Brunnen? Ja, komm. Ich meine, wir müssen ja mit niemandem reden. Wir gehen einfach schnell rein, gehen zum Brunnen, waschen uns ab, gehen wieder raus. Ja, keiner hat uns gesehen. Genau, sehe ich genauso. Das ist der Plan. Außer Finn vielleicht, aber der verrät uns ja nicht. Ah, da ist der Polizist. Das ist ein Biber, der sieht voll lustig aus. Ich glaube, guck mal, der schläft vielleicht einfach. Der sieht uns gar nicht. Meinst du, der schläft mit offenen Augen? Warte mal, da ist jemand hinter dir. Hey, ihr beiden. Hallo, was? Achso, es tut uns leid, wir wollten uns nur kurz im Brunnen abwaschen. Wir gehen gleich wieder, ja? Keine Sorge, keine Sorge. Wollt ihr nicht die beiden Tiere, die in die Stadt wollten? Ja, also, es ist okay, wir haben schon mit dem Bürgermeister geredet, der hat schon gesagt, wir dürfen nicht, wir sind da vorne in den Schlamm gefallen. Und hier ist ja der Brunnen, deswegen haben wir gedacht. Ja, ich hab gesehen, wie ihr Pepper geholfen habt. Oh, Pepper? Heißt das so ein Schwein? Wahrscheinlich. Pepper? ich war gerade unterwegs, um sie zu suchen. Achso, die war wahrscheinlich schon eine Weile weg. Aber ich weiß jetzt, dass ihr keine bösen Tiere seid. Kommt mit, ich spreche nochmal mit dem Bürgermeister. Oh, das ist super lieb. Dann haben wir vielleicht eine Chance, dann können wir in der Stadt wohnen. Meinst du, wir müssen uns kein Baumhaus bauen? Das war doch der Assistent, der vor dem Haus stand, oder nicht? Ja, stimmt, das war der vor dem Haus stand, genau. Der stand doch hier und ist da rumgelaufen. Voll gut. Er hat wahrscheinlich deinen Pepper gesucht. Oh, er klingelt. Okay, dann warten wir kurz wahrscheinlich, bis wir rein dürfen. Ach so, okay. Nicht, dass wir, also der Bürgermeister war ja nicht so gut davon. Vorne oh, warte, ich gehe mich kurz waschen. Warte. Ah ja, stimmt, wir wollten dafür, sind wir ja hier. Ja, genau. So, okay. Nochmal waschen. Wir sind die saubersten Mäuse und Katzen auf der Welt. Ich kann sagen, ich bin eine Katze, ich bin keine Maus. Ja, ist ja gut, ich weiß, dass du eine Katze bist. Bin ich eigentlich größer als du? Sag mal, ist der jetzt wieder eine Maus? Ich bin keine Katze. So, nein, du bist so nicht größer als ich. Mann. Da, oh, guck hallo. Mal. Der Bürgermeister wieder da? Ja, der Bürgermeister ist wieder da. Ah. Mein Assistent hat mir von euren Taten erzählt. Oh ja, dürfen wir hier wohnen? Können wir ein Haus kaufen? Und ja, bedräng ihn doch nicht. Sorry, ja, das freut uns. Wir sind dann mal wieder weg. Ihr dürft in unserer Stadt bleiben. Easy. Echt? Ja. Nice. Ja. Mega danke. Cool. Dann können wir jetzt wirklich ein Haus kaufen. Wenn wir Geld hätten. Oder? Wenn wir Geld hätten. Ja, wenn wir Geld hätten. Herzlich willkommen hier in Rainbow Town. Dankeschön. Yay. Vielen Dank. Nice. Cool. Okay, gut, dann würde ich sagen, dann war das ja doch ganz erfolgreich. Meister. Ja, oder? Finde ich auch. Jetzt müssen wir noch ein Haus finden, was zu Verkauf steht. Meinst du, da ist irgendeins frei? Bestimmt, ja. Bestimmt. So, das war's dann mit der ersten Folge Rainbow hier auch auf meinem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und guckt die nächste Folge. Die kommt bei Easy. Den Kanal verlinke ich auch nochmal in der Infobox und dann könnt ihr den abonnieren und meinen abonnieren. Und wie gesagt, meine kommt Sonntag, ihre kommt Mittwoch. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!